cool. Ich habe gerade zu den Kollegen gesagt, Scheißplatz, aber jetzt? Ihr seid echt cool drauf. Deshalb habe ich gedacht, Moment, ich stelle den mal weg, damit ihr mich auch sehen könnt. Sekunde. Die Kollegen haben gerade gesagt, Mensch, das ist mir ganz schön aufgemotzt. Ich sage, Entschuldigung, nicht? Diese ganzen fantastischen Jungs, die jetzt gleich alle nach mir kommen und ich als einziges Weibsbild dazwischen, da muss man Gas geben, nicht? Ich meine, selbst wenn ihr bis zum Schluss nicht mehr wisst, was ich euch erzählt habe, aber das geile Geschoss vom Anfang, das bleibt im Kopf, nicht? Ja. Ja. Nun haben es die Jungs da eh wesentlich einfacher, nicht? Die Jungs in der Comedy, die Jeans, T-Shirt, an Sonn- und Feiertagen nochmal einen Sakko drüber, fertig, nicht? Wir Mädels, wir haben es da wesentlich schwieriger. Wir müssen uns immer entscheiden, nicht? Hingucker oder rosa Jogginganzug, nicht? Deshalb. Was ja wohl klar, für was ich mich entscheide, nicht? Außerdem kriegt man immer ein nettes Kompliment. Ich habe vorhin noch einen Kompliment. Der Marc, ich kam rein, sagt der Mensch, Daphne, wie machst du das? Du wirst nicht älter. Sag ich, du Marc, viel Schlaf, wahnsinnig viel Mineralwasser und eine ausgewogene Ernährung. Sagt er, ist das dein Ernst? Sag ich, spinnst du? Sag ich, Entschuldigung, wenn man genug frisst, hat man gar keinen Platz für Falten, ja? Also. Aber ich habe hier in Stuttgart letztes Mal echt ein paar schöne Komplimente gekriegt, zur Abwechslung. Meistens kriege ich ja die blöden Komplimente, gell? Wenn man sich größentechnisch jenseits der Norm bewegt, kriegt man wirklich sehr bizarre Komplimente, gell? Was ich schon alles zu hören gekriegt habe. Da hat zum Beispiel eine Frau zu mir gesagt, also als sie auf die Bühne kamen, na, sie sehen ja aus wie eine wunderschöne Puppe, die man ein bisschen zu viel aufgeblasen hat. Kommt noch besser. Eine Zeit lang habe ich zum Beispiel so ein knall-neon-oranges Kleid angehabt. Ne? Ich fand das immer ganz schick, aber das ziehe ich nicht mehr an. Weil da kam eine Frau zu mir und gesagt, wissen Sie, was Sie mich in dem Kleid erinnern? Und ich dachte, jetzt kommt irgendein Kompliment, wie, ach, wie die Schauspielerin oder Sängerin, so und so. Ne? Dann sagt die, wissen Sie, wenn die Koi-Karpfen in meinem Teich kurz vorm Ableichen sind. Ach was. Aber das ist noch nicht die Krönung. Die Krönung. Das ist in Dresden passiert, ich werde es nie vergessen, da ist die Bühne so im Halbrund gebaut, dadurch sitzen einige Herrschaften dichter am Bühnenrand und da saß auf der linken Seite so, ja, so ein gemischt geschlechtliches Pärchen, also Mann und Frau, nicht? Das muss man ja heute extra betonen, nicht? Wenn man sich die jungen Leute immer so anguckt, man meint manchmal die Kombination Mann und Frau ist ein bisschen altmodisch geworden, nicht? Als ob es im Leben immer nur um Spaß ginge, nicht? Einer muss sich auch um die Arterhaltung kümmern, nicht? Einer muss die Arbeit tun, nicht? Und wenn sie noch so unangenehm sein mag, ja? Ja, das sind die jungen Leute echt oft sehr egoistisch. Gerade wenn so viele Jungs da sind in eurem Alter, dann mache ich mir oft den Spaß und sage, und, schon Papa? Und da kommt immer so, was spinnst du? Sag ich, ja, und wieder verschwindet meine Rente in irgendeinem Tempotaschentuch, nicht? Also, ist immer das Gleiche. Jedenfalls, die zwei saßen da. Ich nehme jetzt mal an, dass es ein Ehepaar war, weil beide hatten einen sehr unglücklichen Gesichtsausdruck. Ich kam von der linken Seite auf die Bühne, ist übrigens eine wahre Geschichte, das macht das Ganze besonders bitter. Ich komme an diesem Tisch vorbei, majestätisch komme ich an diesem Tisch vorbei, da haut diese Frau bei meinem Anblick ihren Mann in die Seite und sagt, oh, guck mal, Sarah Connor unter Cortison. Also, ich bin selten sprachlos, aber das war einer dieser Momente. Ich merke schon, der Starfotograf ist wieder am Werk. Ey. Hat die Kamera eigentlich Gesichtserkennung? Dann dreht sie jetzt durch, oder? Aber ich mag ihn, er macht schöne Fotos. Ich bin ein bisschen penibel mit Fotos, musst du wissen. Also, ich hasse so blöde Schnappschüsse. Das letzte Mal, als ich in Stuttgart von der Autobahn abgefahren bin, da geht es irgendwie so rechts rum um die Kurve. Da habe ich ein Foto gekriegt, ein paar Wochen später, damit war ich gar nicht glücklich. Na, ich hasse Schnappschüsse, immer aus der blödesten Perspektive, immer schön von unten nach oben. Nicht? Da gibt es also Körperbereiche, die ganz empfindlich sind beim Fotografieren. Nicht? Ach, das Schlimmste sind so Freizeitparks. Ich habe gesehen, ihr habt ja auch so ein Ding, ich glaube Trips Drill oder wie das heißt, wenn man nach Stuttgart fährt. Gell? Das ist, ach, ich hasse es, immer diese komischen Schnappschüsse, die du danach kaufen kannst. Ich war mit ein paar Freundinnen, war ich im Phantasialand in der Nähe von Köln. Und da waren wir, das war ja grausam, mit der ganzen Horde Mädels, nicht? Die haben sich ja schlimmer benommen als die Kinder in der Gondel vor uns.
Sag ich, das steht doch nicht schaukeln, hört jetzt auf. Und in der Kurve, wo es am meisten gespritzt hat, sag ich, auch noch ein Foto jetzt. Und dann steigt man dann aus, nicht? Dann kann man sich die ganzen Fotos angucken. Ja, jetzt seid ihr mit einer ganzen Horde Mädels, da ist es schon schwierig. Da gucke ich aber blöd. Meine Haare ganz platt, guck. Hast du mit deiner Brust mein ganzes Gesicht verdeckt? Entschuldigung. Können wir noch mal fahren? Oh. Gefühlte 48 Runden später haben wir dann ein Foto gefunden. Ja. Nein, nein, da müsst ihr echt aufpassen. Also das Schlimmste, was ich je erlebt habe, wir haben bei uns in Norddeutschland, im Heidepark Soltau gab es eine neue Attraktion, und zwar war das der Kolossos, die größte Holzachterbahn der Welt, Europas, fragt mich nicht, ich kenne mich nicht aus. Meine Ex-Nachbarn sind Freizeitpark-Junkies. Wenn es da was Neues gibt, sind die mit dabei. Und wochenlang haben sie mich belagert, das musst du erleben, das wird dein Leben verändern, das musst du... Sag ich, okay. Jetzt hatte ich 3 Tage am Stück frei, dummerweise. Und ich habe gedacht, bevor die dir jetzt die 3 Tage auch noch versauen, opferst du einen Tag, du gehst mit. So, jetzt sind wir dahin. Es war, gut, ich gebe zu, ich bin ein bisschen naiv an die Sache rangegangen. Es war Sommer, es war brütend heiß. Und ich habe gedacht, ach, immer dieses Eingepackte. Ich habe gedacht, ach, lass heute den BH einfach weg. So. Also ich war jetzt nicht nackt. Ich glaube, ich hatte so einen Spaghetti-Top an irgendwie. Noch ist nichts lustig. So, dann muss man da ja schon mal stundenlang anstehen. Das ist ja schon mal Gift für mich. Da drehe ich ja durch. Also ich bin sehr entspannt. Ich bin wirklich sehr entspannt. Aber wenn ich Schlange stehen muss, ist für mich Gift. Gerade im Supermarkt. Ich könnte durchdrehen. Nicht immer, wenn du es eilig hast. 95.000 Rentner, die ganze Woche zum Einkaufen gehabt hätten. Und dann meine Lieblinge immer 28,50. Entschuldigung, ich glaube, ich habe es passend in 1-Cent-Stück. Da könnte ich durchdrehen. Noch schlimmer sind nur Menschen, die so Kinkerlitzbeträge von 2,75 Euro mit einer EC-Karte bezahlen, was dann 5-mal so lang dauert. Und dann müssen die den Vorgang auch noch 3-mal wiederholen. Komisch, wohin ging die noch? Dein Konto ist leer, du blöde Kuh, begreif's endlich. So, und in diesem Heidepark war es genau das Gleiche. Stundenlang in so einem komischen Parcours musst du da anstehen, bei brütender Hitze. Ich habe gedacht, ich drehe durch. Ich meine, es gibt ja Leute, die sind da entspannt, nicht? Also, ich habe eine Freundin aus der ehemaligen DDR. Die war das gewohnt, nicht? Also, die hat auch gesagt, sie wurde damals in so einer Warteschlange geschwängert, gell? Ja. Sag ich, da hätte ich mich ja aufgeregt. Sag sie, spinnst du? Am Ende hätten die mich rausgedrängt und ich hätte mich von hinten anstellen müssen. Naja, das ist ein Argument, nicht? Jedenfalls, irgendwann kamen wir dann dran. Und wenn ihr jemals nach Norddeutschland kommt und ihr steht auf Freizeitparks, ich empfehle euch Kolossos. Ich schwör's euch, diese Holzachterbahn ist der Wahnsinn. Da waren ein paar Loopings dabei, mein lieber Scholli, du weißt erst hinterher, wo die Organe vorher gewesen sind, gell? Und an der steilsten Stelle, also ich sage immer, es ging senkrecht nach unten, meine Nachbarn haben gesagt, das wäre physikalisch gar nicht möglich, also gefühlt senkrecht nach unten und an dieser steilsten Stelle, tsch, 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 Foto. Da ist schon wieder so ein blödes Foto. Und irgendwann im Lauf dieser Fahrt habe ich noch gedacht, zieh mal das Top ein Stück nach oben. Aber ich glaube, das war nach dem Foto. So, jedenfalls, jetzt muss ich mal weiter ausholen, damit ihr euch in die Geschichte hineinfühlen könnt. Wenn man dann fertig ist, steigt man aus und da ist so eine kleine Holzplattform. Dann geht es eine Holzrampe nach oben zu einer zweiten Holzplattform und unter so einer kleinen Holzüberdachung sind ganz viele kleine Bildschirme, wo man sich die aktuellsten Bilder angucken kann, nicht? Und rechts daneben der, ich möchte meinen, größte Bildschirm, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Auf dem man dann das aktuellste Bild sehen kann. So, während wir also langsam von Holzplattform 1 in Richtung Holzplattform 2 gelaufen sind, habe ich mich schon gewundert, dass die Leute sich alle umgedreht haben und mich angestarrt haben. Gell? Sag ich, was ist denn los? Habe ich Dreck im Gesicht? Dann teilte sich das Volk wie bei Moses das Meer. Aber original, ich schwör. Und mein Blick fiel auf diesen riesigen Bildschirm. Also ich meine, niemand in unserer Gondel hat ja ein schönes Gesicht gemacht. Das ist ja der einzige Trost gewesen, der mir alle furchtbar ausgesehen hat. Aber durch diesen Druck, durch diesen unglaublichen Druck, ist eins meiner Babys nicht nur aus diesem Top rausgerutscht, sondern hing quasi auf der Schulter.
Ich habe es erst gar nicht gerafft. Ich habe gedacht, du musst zum Arzt, du hast ein Geschwür, was ist denn das? Ich schwöre es euch, ich bin wirklich sehr entspannt, wenn es um meine kleinen Schwächen geht. Ich kann wirklich sehr schön über mich ablachen. Also das, da vergebe ich mir wirklich nichts. Aber an dem Tag bin ich an meine Grenzen gestoßen. Vor allem, ich schwöre es euch, egal wo ich in diesem beschissenen Freizeitpark mich aufgehalten habe, immer war da eine Gruppe von Menschen. So muss ich die Hölle anfühlen. So muss ich die Hölle anfühlen. Ne? Und meine Nachbarn, die Idioten, haben das Bild auch noch gekauft. Sag ich, wieso kauft ihr so einen Dreck? Man weiß nie, was aus dir wird. Ja. Und wieder zwei Personen, die ich im Fall einer großen Karriere töten müsste, gell? So, ich habe schon gehört, wir haben auch sehr junge Zuschauer heute. Guten Abend. Ich grüße dich. Wie alt bist du? 11 Jahre. Ach Gott, da könnte ich ja deine große Schwester sein, sag mal. 11 Jahre. So ein zartes Geschöpf. Aber die Mami ist mit dabei, gell? Die Mami, pass auf, die hatte ich jetzt nicht allein losgelassen, gell? Du bist in Begleitung, oder? Gott, nicht, dass ich noch die Mutterrolle für dich übernehmen muss. Das ist ein Kinderspiel. Dreimal hingucken, schon schießt mir die Milch ein. Also das ist wirklich, das ist kein Problem. Gott, 11 Jahre. So junge Zuschauer haben wir selten, glaube ich. Sehr schön, nein, nein. Also Kinder, ich versichere euch, wir da hinten werden heute auf jeden Fall einen absolut geilen Abend haben. Marc hat ein Catering hingestellt, da schnallst du ab. Also wirklich, gut, die Frikadellchen, die, da nehme ich jetzt Abstand. Seit diesen Skandalen kann ich ja nichts mehr mit Hackfleisch, das geht nicht mehr, gell? Ich meine, früher mag da schon mal eine Lasagne dazwischen gewesen sein, ne? Das ist jetzt alles radikal gestrichen. Meine Mutter hat gleich gesagt, Gott sei Dank, jetzt wissen wir auch, warum du einen Arsch wie ein Brauereipferd gekriegt hast, gell?